Okay, so. Dann. Warte. Ich hab Angst. Hab ich Blink? Okay. Das machen wir schon mal. Du hast... Du hast hoffentlich irgendwas, was irgendwie geil ist. Protera, ich bin Protega, das ist schon mal ziemlich gut. Und du hast Astega vielleicht? Ich wette, das gab's hier und ich hab's mir natürlich nicht gekauft, weil ich einen richtig, richtig Ach, das gab's garantiert da, oder? Oh mein Gott! Ich glaube, ich sollte sie auf jeden Fall dingsen. Nee, warte. Wir haben doch noch diese Stärke-Dudes hier. Ah, fuck. Jetzt habe ich sie gedoppelt hastet. Vielleicht ist sie jetzt einfach noch schneller. Das kann ja auch sein. Ja, das macht. Steigert die Ausweichfähigkeit. So. Leben wir in der Hoffnung, dass das jetzt was brachte. Du schmeißt noch einen Krafttrunk auf ihn. Holy fucking shit! Hat er gerade 1000 Schaden gemacht? Oh Gott! Holy shit, Junge! Holy shit! Holy shit! Ich schätze, der Gegner hat keine 1000 AP. Das stimme ich zu. Yes! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Vielleicht habe ich mich ein bisschen oft aufgepowert, aber es passt schon. Ganze Zeit stresse ich mich wegen dem Dude ab. Easy! Das Fühl, wenn du zu viel grindest. Ah, warte, ich drücke die ganze Zeit immer auf A, um zu bestätigen, aber ich denke mal, A ist da, wo der B-Knopf auf dem PC-Controller ist und... Ah, warum sind A und B und X und Y auf den Controllern getauscht? Nintendo, Microsoft, what the fuck, einfach nur. Okay, dann können wir jetzt los und Chaos besiegen.
Freaky, wo muss ich hin? Muss ich zu diesen crazy Dudes in diesem einen Dorf, wo sie so im Kreis rumstehen, deren Namen ich vergessen habe? Bam, ba ba bam, ba ba bam, ba da 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 dam, da 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 dam. Aber meinten nicht irgendwelche komischen Jungs diesem in irgendeinem Kreisstein? Wo war das denn nochmal? Dass ich zu denen zurückkehren soll, wenn ich alle Kristalle habe. War das hier? Nee, das war nicht hier. Wo war das denn? Ach. Warte, hier. Das war hier, glaube ich, bei diesem Ding hier. Genau, hier oben kannst du jetzt... Oder? Kannst du da nicht lang? Doch, da kannst du lang. Genau, hier standen die rum. Aber wo kann ich mir denn die... High-End-Sachen wie Erzengel und Flair herholen. Ich dachte, ich hätte jeglichen Laden abgegrast. Also der Komplizität halber hätte ich die halt gerne. Aber in Lufenia war kein Shop? Oder war ich einfach nur dumm? Gleich wurde Hoffnung, schwache Lichtschimmer, okay. Okay, ich dachte, hier passiert jetzt noch irgendwas Witziges, aber... Dann kann ich ja doch gehen. Ist das ein Weg? Nein, das ist eine Wand, ne? Strange, aber okay. Okay, warte. Gehen wir kurz nach Adlerauge und dann, Fegen, fegen, fegen. Dieser Besen ist unverbesserlich. Ständig versteckt er sich in der Besenkammer vor seiner Arbeit. Also ich glaube, hier habe ich schon alles gekauft. Genau, die habe ich schon. Aber ich habe halt irgendwo... Irgendwo fehlt mir noch was. Irgendwo, wo ich zu pleite für war. Wo war das denn? Halt, wo ich so Hast, Gar und sowas bekomme, schätze ich mal. Das war nicht hier. Hier war das auch nicht. Hier war die Dingshöhle. Hier musste ich auch nicht hin. Hä, warte mal kurz. Pravoka war es nicht. Das Elfenkrams war es auch nicht. War es Crescent?
Ich habe mir halt irgendwo noch nicht alle Zauber gekauft. Und da müsste ich kurz nochmal hin, um mir die restlichen Zauber zu kaufen. Ich glaube, es war hier. Siehst du, hier fehlt mir nämlich noch Zeug. So. Ey, Bimo hätte ich auch echt viel früher mal lernen sollen. Jetzt ist auch egal. Obwohl, weißt du, Fackstein. So. Ein Euro in die Streamkasse. Okay, ich dachte, es gäbe irgendwie Protega, nee, gar nicht, Hustga und sowas hier, aber anscheinend nicht. Dann gibt es halt nur Blitzga, das ist auch okay. Ja, wir holen uns die jetzt auch noch. Das soll so komplett wie möglich sein, daher kommen wir da nicht drum herum, auch nach Lufenia nochmal zu fliegen, um da den restlichen Kram zu kaufen. Ich wünsche nur, es gäbe hier einen einfacheren Landepunkt, damit ich nicht jedes Mal diese scheiß Insel runterrennen muss. Ach, jedes Mal wieder stressig. Jedes Mal wieder stressig. Warte. So. Ja, der zweite Timer verschwindet ja nach 15 Minuten automatisch. Von daher, der kann nicht so irritierend sein. Ja, so, und wo ist hier jetzt was? In die Häuschen kann ich ja nicht rein. Und auf der Map selber ist auch nirgendwo ein Zeichen, dass hier Shops... Oh! Ich hasse mein Leben, Alter. Was sind denn das für Joker, Alter? Das sieht jetzt... Why, Alter? Why? Just... What? Das ist halt... Oh, come on. Ich glaube, das brauche ich nicht. Ich glaube, das nehme ich raus. Dafür ist ein Erzengel zu gut. Ich glaube, Blitztod. Es ist so ein Ding, das klingt cool, aber ich glaube, es funktioniert einfach nur bei Mini-Mobs, die du sowieso nach einem Mal treffen killst. Also von daher... Ey, wir schaffen die Geschichte heute fertig, möchte ich mal anmerken. Sowohl Final Fantasy als auch das Buch. Okay, so. Dann landen wir hier. Ich check nochmal, ist alles cool? 999, 799, 999, 4... Okay, vielleicht soll ich mal kurz. Kurz... Ganz kurz hier. Ganz kurz mal hier rein. Und dann heißt es Chaos. Komm, die 30 Kill haben wir. By the way, die Dudes am Rande, die erzählen einem nur, wie das Spiel funktioniert. Also nur, falls sich irgendwer fragt, ich frage mich, was dort abgeht. Okay, Chaos Schloss. Speichern wir gerade nochmal. Sick. Und auf geht's. Los geht's. Ich bin so bereit. Oh mein Gott. Wir spielen ein Final Fantasy durch. Holy shit, Jungs und Mädchen und alle, die sich als was anderes identifizieren. Los geht's. Ich bin bereit. Hau raus. Warte mal. Haben wir nicht auch noch voll viele Schatzkisten hier?
Siehst du, die müssen wir auch noch holen. Warte mal. Sie ist leer, okay. Ey, wisst ihr noch, als wir hier zum ersten Mal herkamen und das war einfach der Mega-Struggle und jetzt ist einfach super gechillt so. Ich glaube aber tatsächlich, Stranger of Paradise ist nicht unbedingt kurz, oder? Das ist auch schon so ein 40-50 Stunden Spiel. Okay, 18 Stunden geht ja eigentlich klar, aber ich werde ja auch die ganzen DLCs dazu noch spielen müssen. Okay, 46 Stunden, das heißt, wenn wir 10 Stunden pro Tag Final Fantasy Origins spielen, dann kriegen wir das in 4 Tagen hin. Also wenn wir einfach nochmal sowas machen und dann nur Final Fantasy spielen und ich euch an meiner Seite habe, dann schaffe ich das. Low Car, so. Ich glaube tatsächlich, dass nur der Anfang super fucking lästig ist und ansonsten, sobald du erstmal drin bist, geht das eigentlich klar. Okay. Feuer, Erde, Wasser, Wind und Dunkelheit. Alle existierenden Elemente sind wieder vereint. Der Strom der Zeit verzerrt sich. Die Schranken unzähliger Dimensionen schwinden. Komm nach vorn, kommt nach vorn, edle Reisende, und tretet in eine längst vergangene Zeit. Tretet in die Welt von vor 2000 Jahren. Oh shit. Aber warum zwingen sie ein, bei den DLCs auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen? Das macht doch gar keinen Sinn! Müssen wir nach unten oder müssen wir nach oben? Ja, wir packen einfach nur noch Final Fantasy drauf. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Gute Nacht, Rosarium. Thank you.
Versteckt er sich einfach in einer von diesen Höhlen oder Dingens? Wie heißt es? Räumen? Das war das Wort, was ich gesucht habe. Hängt er in einem von diesen Räumen drin? Ich merke erst jetzt, dass das die Dunkelpuddinge sind, weil die sehen einfach aus wie Schleimpilze und weniger wie ein Pudding. Viel Spaß, los geht's! I'm very confused, was das ganze Layout angeht. Okay, jetzt sind wir oben. Und ich schätze, ich muss da in die Mitte. Das Ding ist, Final Fantasy 11 und Final Fantasy 14 werde ich sehr wahrscheinlich ganz ans Ende packen, weil das ist so Zeug, das kannst du eh nicht in einer absehbaren Zeit durchspielen, besonders wenn du halt so viel wie möglich machen möchtest. Ist das Chaos? Nein, es ist ein grünes Todesauge. So, warte mal. Hier ist alles cool, oder? Gerade nochmal alles benutzen, was ich so habe. Einfach um sicher zu gehen. Okay, das sieht gut aus. Passt alles. Sitzt, wackelt, hat Luft. Warte, kurz nochmal hier sortieren. Items. Warte. Aber schnell speichern. Sicher, sicher. So. Okay. Geht's danach noch weiter? Also, wenn ich jetzt das hier benutze? Okay, ich dachte, das ist jetzt schon der Endkampf. Ich kann ja auch nichts machen. Verdammt. Oder?
Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Okay, das ist cool. Okay, Themenebene und Boss Rush, dann... Wir haben's, da können wir auch raushauen. Weißt du, das Einzige, wie man Final Fantasy XIV noch krasser machen könnte, ist, wenn sie einfach so straight up jedes Final Fantasy Spiel darin spielbar machen. Und du die Dinger einfach dann im Gold Saucer irgendwie als Fun Game irgendwie kaufen kannst. Kannst dann einfach so Mini Crystals kaufen, die Spaß aus einer anderen Dimension versprechen, und dann kannst du einfach so die Original-NES-Version von 1 bis 3 und SNES-Version von 4 bis 6 spielen und dann so eine krass emulierte Version von 7 bis 9. Sieh zu, wie das passieren wird. Ich sage es dir, irgendwann ist es soweit. Spiel beide. Ich spiel erst das Pixel-Original und dann das Remake. Oder erst das Remake und dann das Pixel-Original. Auf jeden Fall möchte ich beide spielen. Weil ich wissen will, wie unterschiedlich die sind. Ey, wie kann ich nur so lang? Okay, dann kann ich da nicht lang. Hey, Biggie Play, was geht ab? Ich kann mir auch nur vorstellen, dass dieser Dungeon so ultra anstrengend sein muss auf dem NES, wo du halt einfach auch nicht siehst, wo du hin musst und diese endlangen Gänge hast, Mann. Halt, meine Güte. Huiuiui, einfach nur. Das hier ist der erste Final Fantasy Teil. Also halt im Pixel Remaster, aber der erste. So, jetzt könnte ich noch da hoch. Da ist nichts, da ist auch nichts. Dann... Ahahaha! Damn, er hat voll viel HP! Haha, voll cool!
Also keine Ahnung, ich glaube, so ein Spiel spielst du auch nicht ohne Guide durch, tatsächlich. Ich glaube, da hast du echt so ein Ding an deiner Seite, damit du halt nicht 100 Millionen Stunden verschwendest. Also es würde mich mega wundern, wenn, wenn es tatsächlich Leute da draußen gibt, die sich nicht irgendwie zwischendurch dachten, wow, wie geil es wäre, wenn ich so einen Guide an meiner Seite hätte. Warte mal. Da ist eine Tür, okay. Also ja, entweder Guide per Katalog bestellen oder halt einfach Videospiele-Magazine kaufen, die halt auch immer Guides bei sich drin hatten. Was halt nicht unbedingt selten war. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Magazine in Japan, besonders für dieses Spiel, dann echt so einen komplett abgedruckten Guide hatten oder so eine Special-Ausgabe, welche sich dann nur mit diesem Spiel beschäftigte oder sowas. Würde mich halt null wundern einfach. Okay, hier haben wir noch ein paar Schätze, die wir vielleicht holen sollten. Ach ja, damals war es noch cool, als du so in Elektroläden gegangen bist und diese ganzen kostenlosen Ausgaben mitnehmen konntest oder halt zum Kiosk gegangen bist oder in irgendein Einkaufsgeschäft und da bei den Magazinen standest und diese ganzen Videospielmagazine hattest und du so dachtest, boah cool, davon jetzt irgendwie so am besten 2, 3 mitnehmen, die irgendwie ein cooles Cover haben und über Spiele reden, die irgendwie interessant sind. Das war eine gute Zeit. Das war eine gute Zeit. Das war eine gute Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich mir damals immer gekauft habe, aber auf jeden Fall Endzone, weil Nintendo muss halt sein, und die Screen Fun habe ich mir irgendwann auch geholt, weil ich die voll cool fand. Also so vom Layout und der Aufmachung hat mich das als 11-Jähriger, keine Ahnung, 10-Jähriger voll angesprochen. Das war so cool einfach. Ja, heutzutage sind die erstmal voll teuer und ich glaube auch echt dünn. So, da kommt das nicht mehr an die so 100 Seiten an Videospiel-Content dran, die du damals hattest. Ey, Videotheken, auch so cool. Habe ich auch echt gute Erinnerungen dran. Halt, durch eine Videothek kam ich erst in Berührung mit Final Fantasy, weil die halt Final Fantasy 7 da hatten. Und ich habe halt so auf die Rückseite geschaut und habe halt gesehen, wie es aussieht, und dachte mir so, boah, das ist irgendwie cute und irgendwie cool und irgendwie möchte ich es halt, glaube ich, haben. Und dann habe ich es mir ausgeliehen und ich habe halt... Also am Anfang war ich so,
Okay. Und je weiter ich es gespielt habe, desto cooler fand ich es irgendwie. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, Alter, das ist nicht nur Midgar, das ist ja eine ganze Welt, die du erkunden kannst. Und das war so ein mind-blowing Moment in diesem Moment einfach. Ey, als du das erste Mal 1998, 97 aus Midgar rausgegangen bist und einfach in dieser offenen Welt rumgerannt bist. Holy shit, das war so... Das war schon so ein bisschen das Ocarina of Time von PlayStation einfach. Vor allem geht's dann ja auch erst mit der Story richtig los, wo du dann erst so erfährst, so was ist eigentlich in Nibelheim passiert und was ist mit Sephiroth und Cloud und... Halt, das war so... Ah, oh, das ist... Halt, das ungespoilert gespielt zu haben, das war echt ein Erlebnis, für das ich richtig dankbar bin. Vor allem, als der plottechnisch schockierende Moment passierte, von dem jeder weiß, wovon ich rede, aber ich ihn explizit nicht ausspreche, weil ich nicht möchte, dass er gespoilert wird. Holy shit, Junge! Ich hab mich eingekackt einfach, weil ich mir dachte, fuck, das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht sein, Junge! Warum? Was? Holy shit, einfach nur! Ich war echt... Ich war echt im Unglauben, als das passierte. Und ich wusste das halt nicht. Ich hab ja... Da gab's halt Internet noch nicht so richtig. Also zumindest hatte ich kein Internet und dass mir das hätte irgendwie spoilern können oder so. Ich hab das komplett blauäugig durchgespielt und dachte mir so, what the fuck? Passiert das gerade ernsthaft? Aber nein! What? Und dann dachte ich mir auch so die ganze Zeit, das kannst du rückgängig machen. Das ganze Spiel kannst du rückgängig machen. Und dann hatte ich Internet und dann stand überall, das kannst du rückgängig machen. Und ich denke mir so... Ich glaube, das kann man nicht rückgängig machen. Ich glaube, das ist final. Ah, voll cool einfach. Das war halt übelst nice, so. Ah, nein, warte, nicht Heilgar. What the fuck, wir machen... Sanctus und... Boah, wir haben Flair? Hau raus, Junge. Nice. Yes, voll gut. Ich kann nicht sagen, was final ist. Das ist ein Spoiler. Ja, aber ihr findet jetzt noch raus. Wenn es soweit ist, dann findet ihr es raus. Sekunde. Wir müssen mehr Äther verbraten. So. Und dann ein paar High Potions nochmal hinterher. Einfach, weil es geht. Okay, jetzt ist das so ein ekliges Hin- und Hergerenne durch 1000 Türen, aber zumindest keine Schatztruhen, glaube ich. Zumindest nicht, dass ich welche gesehen hätte. Ah, fuck, das wollte ich nicht. Ach, Flair ihn tot. Ha. Aber kam ich nicht von hier? Okay, warte, ich muss auf jeden Fall raus und dann da unten rein. So. Was für ein Labyrinth, Mann! Was ist das?
Was für ein krasses Level-Design ist das hier bitte? Ich bin im letzten Dungeon, kurz vor dem Ende. Ich wünschte, du könntest lesen, was da drauf steht. Ich wette, das ist ultimativ deep. Was ich in späteren Final Fantasy-Teilen auf jeden Fall richtig gut finde, ist, dass keine neuen Gegner auf einmal mehr im Spiel spawnen, Alter. Das ist auf jeden Fall ein Upgrade, welches ich sehr willkommen heiße. Holy shit, mach mir nicht so einen Stress. Wir spielen dieses Spiel seit fast 18 Stunden? Ach du Scheiße. Prost. Okay, los geht's. Er sieht leider aus wie so ein Discount-Cthulhu. Das ist mir tut. Hey, Dragon Wolf. Stell dir vor, Genesis ja im Original, Alter. Das fände ich so witzig einfach. Ey, ich hoffe, es gibt irgendwo eine Mod für die PC-Version, welche Genesis einfach ins OG moddet und dann einfach die Cutscene enhanced, so. Nee, jetzt bin ich voll im Stehen, jetzt setze ich mich nicht mehr hin. Bis wir das Spiel durch haben, setze ich mich nicht mehr. Ey, der Joke ist halt einfach, Loveless ist im Original halt echt einfach nur so ein scheiß Poster, was oben irgendwie 3 Sekunden zu sehen ist, während du durch Midgar rennst. Und ich glaube, eine Person erwähnt irgendwie, ach, das ist so ein trauriges Theaterstück. Und das war's. Mehr Relevanz hat Loveless einfach im Original nicht. Und, ey, ich verstehe nicht, warum sie so eine Mega-Obsession in Crisis Core damit aufgebaut haben. Oh, Masamune? Ist das zufällig? Holy shit! Holy shit! Wir haben Sephiroths Schwert gefunden! Es ist einfach Final Fantasy 7 Callback in Final Fantasy 1. Nomura did it again! Ich freue mich halt hauptsächlich auf Rebirth, weil ich wissen möchte, was für ein Bullshit sie sich da zusammenkochen und wie sie die Leute dazu bekommen, das zu verteidigen.
Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich möchte es eigentlich nur spielen, damit ich mir die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann und sagen kann, oh mein Gott, what the fuck is going on here? Wie konnte diese kleine süße Geschichte um die Rettung eines Planeten zu solch einem Mega-Clusterfuck werden? Das ist das Einzige, was mich interessiert an Rebirth. Ein Euro in die Stream-Jar. Ey, Aeriths Charakterisierung im OG einfach straight up bester Shit so. Die Frau ist so gut im Remake. Ich glaube, das passt schon. Hau raus! Aerith ist einfach ultra-based in Remake. Tifa ist halt die ganze Zeit so. Aber Aerith ist halt so. Fuck this shit. What the fuck? What the fuck is wrong with you, bitch? Come at me, bitch. Kick your mama in the tits, bitch. Das fand ich mega cool. Mega guter Kampf. So. Nun, wenn das nicht irgendwie religiöse Konnotationen mit sich zieht, dann weiß ich auch nicht. Okay, dann hier nochmal kurz alles aufgebombt für den Bosskampf, damit wir vollkommen vorbereitet sind. Und hier sind keine Truhen mehr, oder? Halt mega gut, dass man die Masamune einfach einen Kampf vor dem Endkampf findet. Das ist schon ein bisschen nice so. Hier, Fun Fact, hier gibt es einen Fehler im Spiel. Normalerweise sollten auf diesen vier Flächen, die leer sind, die vier Sprites der Chaos-Elemental-Dinger stehen. Ich habe vergessen, wie man sie nennt, aber der vier Chaos einfach. Und im Pixel Remaster sind die einfach so straight up nicht da. Und das ist voll schade. Auf jeden Fall. Erinnert ihr euch an mich? An den größten Ritter aller Zeiten? Ich bin es, Garland. In einer fernen Zukunft ist es euch gelungen, mich zu überrumpeln. Doch 2000 Jahre sollen noch ins Land ziehen, bis es soweit ist. Unser letzter Kampf ging zu euren Gunsten aus und ich sah mein Leben verwirkt. Doch vier mysteriöse Kräfte retteten mich und ich unternahm eine Zeitreise. Und als ich ankam an diesem Ort, den nun auch ihr betreten habt, schickte ich die vier Chaos in die Zukunft. Ich bediente mich den vier mysteriösen Kräften, die mir schon mal einmal halfen und... Ich bediente mich der vier mysteriösen Kräfte, die mir schon einmal halfen und holte mein sterbendes Ich zurück in die Vergangenheit. 2000 Jahre später werde ich all meine Erinnerung verloren haben.
Krass. Doch der Strudel der Zeit, der nie endenden Zeitspirale, wird es mir ermöglichen, mich in der Zukunft wieder vor dem Untergang zu bewahren. Ihr werdet in dieser Vergangenheit für immer sterben und ich für immer leben. In dem von mir geschaffenen Zeitstrom der Unendlichkeit. Oh mein Gott. Es ist Chaos. We have to kill Chaos. Er heilt sich einfach mit 9999. Hau raus, Junge. Das ist einfach ein NES-RPG. Das ist voll geil, dass die einfach so einen Time-Travel-Loop-Plot einfach gemacht haben. Ist auch voll krass, wie viel Energie der Dude einfach hat. Warte mal kurz. Wir haben doch noch... das hier. Und... ich glaube, ich muss gerade mal ein bisschen strategisch spielen und kann das leider nicht auf Autoplay laufen lassen. So gern ich möchte. Hier kommt noch ein Heiger hinterher und du ballerst nochmal mit einem Flair drauf und dann geht's los. Eigentlich passt das so. Ah, fuck, ich hab kein Dings mehr, ne? Okay. Ja, kein Wunder, dass jetzt hier nichts wird. So. Bei dir kann ich noch dreimal Sanctus machen und du steigst halt jetzt auf Eisgar um. Wird schon passen. Hau raus! Hast du noch irgendwas Cooles? Okay. Aber du hattest doch noch Protega, das könnte vielleicht noch ganz cool sein. Na, schauen wir mal.
Oh mein Gott! Nice! Voll der coole Endkampf! Die aus den Fugen geratene Zeit hat wieder ihre Bahn gefunden. Das Band, das Vergangenheit und Zukunft unmittelbar zusammenführte, ist nun getrennt. Und der über 2000 Jahre andauernde Kampf zwischen Gut und Böse endlich vorüber. Das gleißende Schutzlicht der Kristalle hat sich einmal mehr über diese Welt gelegt und Wind, Wasser, Erde und Feuer wieder aufleben lassen. Ein belangloses Missverständnis war es, das in Galens Herzen einen über 2000 Jahre währenden Hass geschürt hatte. Als sein von Hass erfülltes Herz auf die natürliche Kraft der vier Kristalle traf, nahm das Schicksal seinen Lauf. Die Chaose wurden geboren und Monster erwachten zum Leben. Doch auch diese finstere Zeit wird nun einer hellen Zukunft weichen. Das Gleichgewicht scheint wiederhergestellt. Die vier Gefährten werden ein weiteres Mal durch die Zeit reisen. Doch dieses Mal werden sie in einer Welt ankommen, die sie gut kennen. Ihre Heimatwelt. Prinzessin Sela und die Königin werden dort auf sie warten. Und Garland natürlich auch. Warte, Königin, nicht der König? Die Erinnerungen werden verblassen. Wie die Zeit aus den Fugen geriet und Vergangenheit und Zukunft sich plötzlich verbanden. Wie der Mut der vier Gefährten die Welt von der Dunkelheit befreite und das Licht zurückbrachte, welches alles Leben mit Glück und Freude erfüllt. Dass all das tatsächlich geschah, wird in Vergessenheit geraten. Denn nun gehört Vergangenes tatsächlich der Vergangenheit an. Der Strom der Zeit ist zurück in seine Bahn gelenkt worden. Völlig vergessen wird man die vier Gefährten und ihre Heldentaten jedoch trotzdem nicht. Sie werden weiterleben, als vermeintliche Fantasiefiguren in Sagen und Märchen. Zwerge, Elfen, ja sogar Drachen und Himmelmenschen werden ihren Nachkommen von den wagemütigen Kämpfern des Lichtes erzählen. Ihre Rückkehr steht kurz bevor. Die Erinnerungen an die unzähligen Gefahren und Abenteuer, die sie gemeinsam bestritten, sind tief in ihren Herzen verborgen. Von nun an werden sie ihrer Wege gehen. Doch sie werden wachsam bleiben. Wir dürfen niemals vergessen, dass die Kräfte der Kristalle stets dem Guten dienen müssen. Die Kraft des Lichtes darf nicht von der Dunkelheit überschattet werden. Und vergessen wollen wir auch nicht, dass das hellste Licht aus deinem Herzen erstrahlt. Denn du hast den 2000 Jahre währenden Kampf beendet. Möge diese Welt niemals vom rechten Weg abkommen. Möge das Licht niemals der Dunkelheit anheimfallen. Und mögen die wahren Kristalle stets in unseren Herzen ruhen. Und möge dieser endlange Text langsam mal enden. Ohne dich wären wir ewig im Dunkeln geirrt. Möge das Licht uns stets begleiten.
May your heart be your guiding key. Reconnect Kingdom Hearts. Mit herzlichstem Dank an die Fans auf der ganzen Welt und das Team der Originalfassung. Erstmal Sakaguchi aus den Crazy Raisin, Alter. Voll gut. He really did it, damn, after 3000 years. Ne? Holy shit, ich habe ein Final Fantasy beendet. Wann habe ich damit angefangen? Vor 2 Tagen? Voll cool. Ja, das hat Spaß gemacht. Also es war ein bisschen wack so, ein bisschen 1987er Game Design mit wir sagen dir nicht, wo du hingehen sollst. Wir werfen einfach nur einen einzigen Tipp irgendwo in die Welt und du musst Glück haben, diesen zu finden. Und wenn du Glück hast, weißt du, was du machen musst. Das ist schon ziemlich cool. Und ja, der Remaster war fun. So, er sah hübsch aus, hat gut funktioniert. Lief alles relativ glatt, nachdem ich ein bisschen gemoddet habe. Also, ich bin happy so. Kann mich nicht beschweren. Kann ich mich ans Video für den ersten Teil setzen? Let's go! Let's go! So, warte, wer wurde gestrichen? Der Vater von Final Fantasy selber, Hironobu Sakaguchi, der den ersten Teil mehr oder weniger selber erfunden hat. Ich hoffe, dass der noch in den Credits vorkommt. Ansonsten, damn, so. Mad Disrespect einfach. Welches Final Fantasy als nächstes? Als nächstes kommt Stranger of Paradise, weil das ja mehr oder weniger lose mit dem ersten Teil zusammenhängt. Und ich dachte mir, das Wissen vom ersten Teil zu haben, könnte die Erfahrung für Stranger of Paradise ein bisschen verbessern. Deswegen macht es Sinn, dass ich das zuerst spiele und dann Stranger of Paradise. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es auf dem PC spiele oder auf der PS5. Weil die PS5-Version ist schon mad ugly so, aber auf dem PC ist das halt super scheiße aufzunehmen. Daher, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das denn mache. Morgen statt Final Fantasy 1 spielen wir Stranger of Paradise. Da fangen wir halt ein bisschen früher ein. Ich hab's nicht für Xbox, ich hab das nur für PS5. Daher, muss ich mal schauen, was ich mache. Also, keine Ahnung, auf der PS5 läuft das gefühlt so in 1080p. Und das ist halt irgendwie ein bisschen sad, so. Das Spiel ist halt an sich nicht hässlich, aber jetzt auch nicht so gut aussehend, dass es so schlecht laufen sollte. In so einer geringen Auflösung irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin nicht so happy mit dem Look der PS5-Version. Zumindest als ich es das letzte Mal gespielt habe, was halt auch irgendwie ein Jahr her ist oder so. Daher muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken, so. Muss ich mal gucken. Ich schaue es mir mal an. Und wenn es richtig aggro ist, dann kaufe ich mir jetzt schnell die PC-Version. So, das ist ja. Ist ja nicht so. Es ist ja nicht so. Wie viele Leute daran mitgearbeitet haben. Damn. Ich dachte, da haben sie so eine Gruppe aus 20 Praktikanten dran gesetzt und haben gesagt, so macht mal. Ey, ist das echt so eine
15-minütige Credit-Sequence ist? Das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, man kann mir gerne dabei helfen. Halt, je einfacher und schneller ich durchkomme, desto besser ist das, glaube ich, für alle. Aber ich fände es, glaube ich, auch cool, wenn ich so einen Teil irgendwie alleine spielen könnte. Wenn ich zumindest so ein... Also wenn ich halt mega an einem Boss struggle, dann könnt ihr mir gerne helfen. Sagen wir es so. Das finde ich, glaube ich, okay. Aber ich glaube, so generell alleine durchkommen wäre ganz cool. Ja, ich sehe schon so. Manager, QA-Manager, Manager of Customer Support, Assistant Manager, Assistant Director of Manager, Senior Manager, Senior Manager, Assistant Manager. Meine Güte. Was managen die? Influencer Relations Manager, Nell Schwertner, warum hast du dich nicht bei mir gemeldet und warum musste ich mir die Spiele selber kaufen? I am shook and entsetzt and pissed so. Ja, ich sehe schon, irgendwer, die managen sich alle gegenseitig so. Also keine Ahnung, vielleicht sind es ja auch einfach die, die Leute, die einfach an allen Pixel Remaster mitgemacht haben und deswegen sind die alle hier gelistet. Das ist so das Einzige, was ich mir erklären könnte. Wie sie einfach komplett Square Enix Deutschland da auflisten. Voll cool. Ey, wenn ich mein Sonic Fangame mache, werde ich straight up meine Katzen als Important Cat Manager Listen oder so. Nur so als Mental Health Manager. Einfach meine beiden Katzen. Ah, da ist er ja. The boy, the man himself, Hironobu Sakaguchi.
Und Tetsuya Nomura, voll cool. Nomura did it again! Dass sie kein PNG von Square Enix gefunden haben, sondern einfach so straight up ein JPEG benutzen, um das so durchscrollen zu lassen. Finde ich gut. He planned it all along to be in the credits of this game. Ich hasse dieses Meme, es ist halt so unfunny einfach. Oh Mann. Ja, das war's anscheinend. Hau raus. Tada! Oh, mit einem Stern dran. Voll cute.